So, und was macht unser Puschel, wenn er einen Sandhaufen sieht? Er wälzelt sich. Magst du nochmal wälzeln, Puschel? Nein? Ja, normalerweise geht das Spiel immer ewig lang, aber wie ihr wisst, wenn man die Kamera anschaltet, dann passiert halt manchmal nichts, ne? Ja, schaut euch mal diesen wunderschönen blauen Himmel an. Das Einzige, was man von Corona gutheißen kann, ist, dass sich die Natur erholt, weil ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal so einen schönen blauen Himmel hatten. Ja, und wenn sich der Puschel dann irgendwann mal wieder wälzt, dann werde ich es natürlich filmen und euch zeigen. Hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen besseres Wetter, als wir es gerade hier haben. Hier ist 4, 5 Grad, grau, trüb und Regen. Also alles andere, was man sich eigentlich für einen herrlichen Mai wünscht. Aber ja, wie gesagt, man kann da eben leider immer nichts tun. Es ist halt jetzt mal so und das müssen wir aussitzen, positiv bleiben und unsere gute Laune hochleben lassen. Na? Ja, und jetzt sind wir wieder dabei beim Samstagsorakel. Also ich hab mich jetzt so ein bisschen eingependelt. Und zwar gibt es ja unter der Woche immer ja ein Orakel, dann das Single-Orakel, dann gibt es die Spiegellegung für die Woche. Freitag ist Ruhetag, also die Quickies gibt es ja sowieso jeden Tag. Und ja, Samstag machen wir mal ein Orakel. Hulululu. Und Sonntag ist natürlich immer die Botschaft vom Wunschpartner. So, und was wollen wir denn heute mal machen? Wir stalken auf feinstoffliche Art und Weise mal hinein in eine Frage, die mich jetzt auch in letzter Zeit in den persönlichen Readings öfters mal ereilt hat. Da geht es eben so, ja, um einen Wunschpartner, möchte gern Partner oder eine Partnerschaft, die auseinanderging, wo man nicht sicher ist, ja, wird denn das jetzt noch was oder wird das nichts mehr? Und wir behandeln heute einfach mal die Frage, ja, soll ich ihn loslassen oder soll ich es nochmal versuchen oder warten? Kommt der gute Mann oder in dem Fall dann die gute Frau, wenn du als Mann so siehst, zur Besinnung und lohnt es sich zu warten? Oder muss ich, wie gesagt, loslassen? Und ich mache das Ganze jetzt ja auch so, wie ich das immer in den persönlichen Readings mache. Jetzt habe ich natürlich keine Person vor mir, auf die ich ja mich irgendwie einlassen kann, aber ich mache das jetzt trotzdem, auch wenn es fürs Kollektiv ist. Das ist ja für alle. Heißt also, das kann jetzt nicht für jeden stimmig sein. Das wäre ja, da würde ich ja um die Welt reisen und mich jedem vorstellen. Wenn du damit in Resonanz gehen kannst, ist es gut. Ich werde dich jetzt gleich auf eine kleine Meditation mitnehmen, dass wir so ein bisschen Connection kriegen. Wenn du nicht in Resonanz gehst, ja, und hast auch zum Beispiel jetzt die Frage, soll ich ihn loslassen oder soll ich warten? Wie sind seine Gefühle und Tendenzen? Ja, dann schreib mich gerne an. Handynummer für WhatsApp oder E-Mail-Adresse ist immer unter dem Video in der Infobox. Oder du gehst einfach auf meine schöne Homepage angel-readings.de. Da kannst du dir alles nochmal genau angucken, was ich tue, was ich mache. Kannst dort buchen. Wenn du dir unsicher bist, was du ja nehmen sollst, dann kannst du mir natürlich vorher schreiben und dann werde ich dich natürlich auch beraten, na, was dann das Richtige für dich ist. So, aber jetzt werden wir uns erstmal zurücklehnen, machen es uns bequem. Keine Beine, keine Hände und Arme über Kreuz. Einfach gemütlich sitzen, entspannen. Der Alltag darf jetzt mal kurz draußen bleiben. Dann schließen wir unsere Augen, so wie ich das jetzt auch mache. Und wir konzentrieren uns einfach nur auf unseren Atem. Atmen durch den Bauch. Versuchen, den Alltag draußen zu lassen. Versuchen an gar nichts zu denken. Wenn euch das schwer fällt, dann konzentriert euch einfach auf euren Atem und dann kommen wir jetzt mal so ein bisschen runter in die Entspannung. Und jetzt stellen wir uns wieder vor, ja, dass wir in unseren kleinen Raum gehen, wo es gemütlich ist. Das sieht so aus, wie du es dir gerne vorstellst. Das sind zwei bequeme Stühle und du nimmst in deinem Raum Platz.
und bist ganz entspannt, locker, ruhig. Und jetzt stellst du dir deinen Wunschpartner vor und siehst ihn mit deinem geistigen Auge vor dir. Du kannst spüren und fühlen, wie er ist. Du kannst seine Gegenwart spüren. Und jetzt bitten wir ihn hinein in deinen Raum und bitten ihn, Platz zu nehmen. Wenn wir uns jetzt ganz auf ihn eingelassen haben und seine Energie spüren können, dann stellen wir ihm jetzt die Frage: Soll ich dich loslassen? Okay, so, jetzt sind wir einigermaßen connected. Das ist ganz, ganz gut. Dann würde ich mal sagen, ich mache das so wie auch in den persönlichen Readings, einfach weil ich es einfach so drauf habe, würde ich sagen, ich mische jetzt einfach hier nochmal 8 Karten dazu. Und dann wollen wir uns mal überraschen. Ah, die wollte auf den Teppich, geht aber nicht, ne? Aber wer meine Videos öfters sieht, der weiß, dass eigentlich immer pro Video erstmal eine Karte auf den Teppich will. So, wie viele Karten haben wir schon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Neun. So. Jetzt sehen wir hier schon mal, okay, die Hauptenergie da unten, das ist die Ur, die Hauptenergie für das Reading, für das Deck. Das ist immer die Unterseite des Kartendecks. Hier an der Stelle ist jetzt schon mal die Ur gefallen. Das ist eine Zeitkarte. Da geht es darum, ja, dass etwas noch ein bisschen dauern kann, dass etwas noch ein bisschen Zeit braucht. Ja, kann sein, dass sich das Ganze noch etwas hinauszögert. Das kommt dann immer auch ganz drauf an, ja, ob du auch Lust hast, Zeit zu investieren. Na, das ist ja immer die nächste Frage, weil man wird ja auch gerne mal hingehalten, wenn einer ja gar nicht so weiß, was er gerne möchte. Dann ist die Zeitkarte so eine Karte, wo man auch schauen muss, ja, bin ich denn überhaupt bereit, diese Zeit jetzt zu investieren, oder ist mir das einfach jetzt langsam zu blöd? Und ich schaue mal, was sich sonst noch ja, auf dem Markt rumtreibt. Das ist ja auch ganz legitim. Und ja, wir sehen jetzt hier auf jeden Fall schon mal die Zeit an der Stelle liegen. Das heißt also, ja, irgendwas braucht noch so ein bisschen, ne? Was ich bei ihm hier sehe, ich schaue mir natürlich immer erst gleich mal an, welche Karte liegt in der Mitte. Das ist die wichtigste Karte, weil alle Karten daran angrenzen. Da liegt der Schlüssel. Also der Schlüssel ist auch eine Karte. Ja, also grundsätzlich mal eine Erfolgskarte. Da geht es auch darum, sich jemandem zu öffnen. Oder jemand öffnet sich dir, er schaut auch auf die Zeit, auf die Erfolgskarte drauf. Und hier hinten liegt auch noch ja die Karte des Neuanfangs, in dem Falle das Kind. Also es schaut mir schon so aus, dass er ja hier nochmal bereit wäre, sich dir zu öffnen oder hier nochmal etwas zu wagen oder anzufangen. Er hat hier auch die Fische-Karte im Kopf. Die Fische in Liebesfragen, eine Partnerschaftskarte, ja, eine Karte, wo eigentlich auch alles im Fluss ist, ja, liegt aber hier ja, zwischen den Fischen und den Sternen, die ja hier für die Fülle, die Vollkommenheit, die Klarheit ist, liegen die Würfel. Also hier ist auch schon so ein bisschen Unsicherheit seinerseits zu sehen, ob das Erfolg gibt überhaupt. Also er wünscht ihn sich schon, es schaut mir hier so aus, als wäre er hier so ein bisschen in der Unsicherheit und überlegt, ja, ich will schon, ich kann mir auch gewisse Dinge vorstellen, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das dann auch alles funktioniert. Ja, eine Beziehung ist ja auch etwas, an dem man arbeitet. Ja, also man kommt ja nicht mit jemandem zusammen und
Ja, dann ist es halt so und keiner muss mir etwas tun. Nee, nee, eine Beziehung, da ist es immer auch ja, wichtig, dass man auf den Partner eingeht, dass man schaut, was ist denn dem Partner wichtig, ja, was stört denn den Partner so ein bisschen. Da ist es auch dann kein großes Problem, sich so ein bisschen anzupassen, vielleicht das ein oder andere anders zu machen. Es ist halt einfach für die Beziehung und das gilt auch für beide. Ja? Also er kann sich hier schon vorstellen, wieder etwas anzufangen. Ich sehe hier ein bisschen die Unsicherheit. Ich sehe, dass er so ein bisschen lange am Rumüberlegen ist an der Stelle. Und hier unten ist jetzt an der Stelle das Kreuz gefallen. Das Kreuz, ja, eine Karte, Schicksal, Karma, eine Aufgabe, eine Last, eine Belastung. Also hier ist immer so ein bisschen die Schwere drin und da muss man immer gucken, was liegt denn da so ein bisschen beim Kreuz rum. Vor allem im großen Deck wird da immer geschaut, weil das Kreuz, da gibt es immer irgendetwas zu tun. Ja, ich sehe schon, vielleicht ist etwas vorgefallen bei euch. Vielleicht waren die Dinge manchmal nicht so rosig, dass sich einer von beiden zurückgezogen hat. Ich sehe hier schon so ein bisschen ja, eine Schwere darin, hier wieder ins Wachstum zu kommen. Die Blumen, die stehen ja auch für ja, die Komplimente, die Schönheit, die schönen Dinge im Leben. Und ja, wenn da das Kreuz daneben liegt, sehe ich, dass er ist ihn, für ihn so ein bisschen schwer ist, sich wieder fallen zu lassen. Also zum einen, wieso sage ich fallen lassen? Die Blumen, die Familienkarte, Wachstum, Aufmerksamkeit, der Brunnen. Da geht es ja um tiefe Gefühle, tiefe Einblicke. Also er hat so ein bisschen Schwierigkeiten hier, sich wieder fallen zu lassen. Er möchte es aber schon. Ja? Also da ist noch so ein bisschen die Unsicherheit drin. Wenn ich jetzt die Frage beantworten soll, soll ich ihn loslassen, dann würde ich auf jeden Fall in dieser Legung hier erstmal nochmal versuchen, ein Gespräch zu suchen oder ihn anzuschreiben oder nochmal versuchen, gewisse Dinge zu klären, um ihm diese Unsicherheit zu nehmen. Weil wenn die Unsicherheit hier verschwindet, dann wird auch dieses Kreuz hier unten verschwinden. Und dann haben wir nämlich hier eigentlich ein durchweg schönes Deck. Und wie lange das dauert, ja, das liegt natürlich auch so ein Stück weit an dir oder an euch beiden, ob ihr euch nochmal zusammenraufen möchtet. Aber ihr habt hier schon die Beziehung im Kopf, die Partnerschaftskarte, die Fülle, die Vollkommenheit ist da. Er schaut auf die Erfolgskarte, auf den Neuanfang, hat aber noch so ein bisschen Schwierigkeiten, ja, sich hier nochmal fallen zu lassen. Also da, ja, ist noch so ein bisschen eine Hemmung da. Aber grundsätzlich ist das jetzt so ein Deck, wo ich jetzt sagen würde, nein, eigentlich sollst du ihn jetzt noch nicht fallen lassen. Ich würde dir auf jeden Fall jetzt nochmal raten, ein klärendes Gespräch zu suchen, nochmal auf ihn zuzugehen, um dir die Gewissheit zu holen, ob man jetzt vielleicht sagt, okay, wir versuchen es nochmal, lassen die Würfel und das Kreuz verschwinden, oder ob du sagst, nee, also das, bis der mal wieder zurechtkommt, das dauert mir zu lange. Auf jeden Fall braucht es hier ja, so ein bisschen auch die Klärung an der Stelle. Ne? Ja, das war jetzt eigentlich eine schöne Legung. Die Frage, soll ich ihn loslassen? An der Stelle würde ich vielleicht sagen, jetzt eher noch nicht. Erstmal Klärung suchen. Das schaut mir nämlich jetzt nicht so aus, als hätte er dich schon längst vergessen. Von daher, ja, auf geht's. Handy in die Hand, Nachricht schreiben, Klärung abholen. Das ist ja immer das Beste, was man machen kann. Ne? Ja, jetzt sind wir auch schon wieder durch mit dem Deck. Was ich noch sagen wollte ist, ja, wenn ihr möchtet, ich habe jetzt für den Mai ist jetzt kein Kursplatz mehr frei zum Kartenlegen lernen. Für den Juni sind immer noch 4 Plätze frei. Wenn du also Karten legen lernen möchtest, so rum ist es, dann kannst du dich auf meiner Homepage anmelden. Das sind Einzelkurse, also nur du und ich. Da ist kein Gruppenkurs. Das machen wir zu zweit per Videocall. Da kannst du dich noch anmelden. Also für den Juni gibt es noch 4 Plätze für den Kurs Lenormand Karten legen und deuten. Und ja, da werde ich dich auch erst entlassen, wenn ich sehe, dass du ein oder eine gute Kartenlegerin geworden bist. Also das wird sehr gut angenommen, um das
das macht auch sehr, sehr viel Spaß. Also da ist echt ja, gute Vibration da. Und ja, ich habe so das Gefühl, dass ich schon den ein oder anderen guten Kartenleger in die freie Welt des Orakelns entlassen habe. Ne? Also, ja gut, also wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen rauf. Wenn du noch kein Abonnent bist, ich verzeihe dir, drück den Abo-Knopf und dann sehe ich auch, dass meine Arbeit auf YouTube gerne angeschaut wird. Und ansonsten, ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wünsche euch alles, alles Gute für ein Reading, ein persönliches. Schreibt mich gerne an. Bleibt positiv und wir sehen uns ja dann beim nächsten Video.